Nur dies Buch deines Vaters findest du Informationen zu Insenta und erforschten Meere. Zuerst solltest du mit den Bewohnern der Insel, die Karel, sprechen. Nimm diesen Schlüssel, er öffnet das Tor zum Pier, an dem dein Boot vor Anker liegt. Gute Reise. Okay. Aber ich habe hier gerade was gesehen, Jobt. Und zwar hier. Haha. Okay, ja, das hat sich mehr oder weniger nicht gar nicht gelohnt. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Doch recht gehabt. Man muss den Mauszeiger, also das Zielkreuz, auf den Gegner halten, beziehungsweise auf das, was man zu einschlagen will. Und dann kriegt man das auch. Ich nehme hier die noch mit. So, ja. Wir haben jetzt eigentlich alles erkundet hier auf der Insel, hoffe ich zumindest. Und okay. Und so. Nee. Halt, ich habe so noch ein paar Blümchen hier oben. Die nehmen wir mal gleich mal mit. So, da ist nochmal. Ja. So. Halt! Ich will hier haben. Okay. So, hier ist. Naja, hier ist nur der Stein, aber irgendwie kommt man da nicht hin irgendwie. Naja, gut. Vielleicht später mal. Ja, manchmal. Ja, jetzt funktioniert's. So. Einmal Schlüssel rein. Okay. So. Hey, das Gold nehmen wir mal mit. Okay. So. Okay. Hey, nein, nein, nein. Ah, diese Steuerung, ich hasse die Tastatursteuerung. Möchtest du die Weltkarte aufrufen? Ich möchte die Weltkarte aufrufen. Kannst du mich hören, Kleiner? Ich bin es, Hermit. Ich kann dich durch diesen mysteriösen Muschel. Ich kann durch diesen mysteriösen Muschel jetzt mit dir sprechen. Vielleicht kann ich dir auf deiner Reise helfen. Öfo. Und da brauchst du mehrere 2%. So, okay. Ist. Zum Reisen wählen, hä? Hä? Hilfe! Nein! Doch, ey, nochmal. Wie kann ich den scheiß Ausschnitt hier verschieben? Steuerung. Machen wir auf beides. Lass mal auf beides. Okay, linke Maus, das da. Okay. Da kann ich aber nichts machen hier. Auf dem Meer.
Ich muss in diese Richtung. So. Okay. Aha. Ahoi, ich bin schon eigentlich doch. Ja, sichere Reise. Okay. Jo. Okay. Ja. Es wäre schön. Die Karree. Genau. Da wollen wir hin. Ja, schön, wenn man das hier hätte verschieben können, ja, den, die Karte. Aber wahrscheinlich kann man das auch. Bloß ich bin so blöd dafür. So, die Karre. Aufgaben, Arbeitstier, bewege Kisten und andere Objekte 100 Mal lebenswert. Ja. What a wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. Willkommen auf die Karre. Okay. Wenn du die Lage einer Insel herausfindest, solltest du zu deinem Boot zurück und dir die Weltkarte genauer ansehen. Ja, schön, wenn du die auf der Weltkarte nicht verschieben kannst. Leerdaster. Sind Bomben nicht einfach wunderbar? Man kann sie benutzen, um neue Pfade zu öffnen und Objekte aus dem Weg zu schaffen. Du solltest welche auf der Bombeninsel kaufen, wenn sich dir die Möglichkeit bietet. Okay. Junge Dame, ich liebe es, den Booten zuzusehen, die nach Dikarelle segeln. Vor gar nicht langer Zeit habe ich ein seltsames schwarzes Boot gesehen, das auf der anderen Seite der Insel vor Anker ging. Wer war das? Tja, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal noch herausfinden, denke ich mal. Ich gehe mal hier hin. So, die Aufgaben hier in Dikarelle sind Arbeitstier, liebenswert und spendabel. Spendabel gibt im Shop 2000 Münzen aus. Liebenswert bewahre den Frieden in Dikarae. Und Arbeitstier. Kommt, zeig an. Bewege Kisten und andere Objekte 100 Mal. Okay. So. Wen haben wir hier? Abenteuerköder. Komm her. Komm und lerne. Okay. Das Fest der Sonne ist eine wichtige Tradition für uns. Es reicht noch bis vor die Katastrophe zurück. Keine Dunkelheit der Welt könnte uns davon abhalten, unsere Göttin Sol zu feiern. Okay. Ah, da ist eine Flaschenpost. Ja. Ich gehe mal runter. Hallo Ophelia, meine Reise war toll, aber leider war ich auf dem Heimweg seekrank. Glücklicherweise wusste der Kapitän, wo man sich ausruhen kann. Wo es weitergeht, er nennt es Sandbank. Hier konnte ich wieder zu Kräften kommen. Ja. Neue Insel enthüllt. Aha. So. Gut. Das Problem ist jetzt so. Langustenhöhen. Eingang durch. Langustenhöhen. Eingang wurde durch ein Erdbeben verschüttet.
Oh, schade. Wo kann man abspeichern? Hm. Theoretisch kann man doch abspeichern, wenn man ein Gebäude betritt. Taverne zum roten Hering. Okay. Aber bevor wir in die Taverne gehen, gehen wir hier nochmal runter. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Und Abenteuergüter. So. Dann gehen wir mal rein. Jawohl. Spiel ist gespeichert. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme. Die wird so bald wie möglich sein. Das heißt, ich habe jetzt nicht viel aufgenommen. Tschüss, bis später. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Oceanhorn. Ich habe in der Zwischenzeit mal im Gamepad angeschlossen. Ja, stehen geblieben sind wir. Gut, Sprinten funktioniert. Eigentlich super. Schauen wir mal hier. Ja, ich habe mal in der Zwischenzeit mal das Gamepad angeschlossen. Mal sehen, ob es so funktioniert, wie wir wollen. Auch davor, da rings der Gegner hat irgendwo eine Schwachstelle. Probiere einfach verschiedene Taktiken aus. Es ist keine Schande, wenn man flüchtet. Okay. Ja. Dann schauen wir mal. Wir haben die ein oder andere Aufgabe diesmals. Und zwar einmal Arbeitstier. Leider komme ich jetzt nicht drauf. Bewege Kisten und andere Objekte 100 Mal. Liebenswert, bewahre den Frieden in die Kanäle. Und Spendabel. Da war gleich ein bisschen. Kipp im Shop 2000 Münzen auf. Okay. Dann gucken wir hier mal. Es ist unwahrscheinlich, dass du die Stufe Meister am Teurer erreichen wirst. Aha. Und warum soll das unwahrscheinlich sein? Vergiss nicht, dein Geld auszugeben. Brich nie zu einem Abenteuer auf, ohne vorher den Tikarell-Shop besucht zu haben. Gesponserter Meldung. Na gut, dann fragen wir ihn mal. Deine Armsteuerstufe wird ansteigen, wenn du Monster tötest, Aufgaben löst und Erfolge erringst. Die blauen Diamanten stehen für deine Erfahrung. Und je nachdem, wie viel du gesammelt hast, wird die Abenteuergüte dir die passende Stufe gewähren. Im Menü kannst du jederzeit noch sehen, wie viele Diamanten du noch brauchst, um die nächste Stufe zu erreichen. Okay. Also, im Menü. Ach, hier unten, Stufe 2 sind wir reisen da und wir haben 170 Punkte und von 250. Okay. Du willst also Abenteurer werden. Mit meinen Tipps kann sogar ein Pimp wie du zu einer Legende werden. Deine Abenteuerstufe wird das haben wir schon gelesen. Gesammelt ist, wird die Realität bessere Stufe werden. Ja, bin aber jetzt. Gewährt mir nichts. Gut, dann gehen wir ja wieder raus. Gucken wir mal, woanders da. Das war übrigens die Abenteuergüte. Komm und lerne. Ja, ich habe nicht viel gelernt da in der Bude. Wen haben wir denn hier? Mito, das Fest der Sonne ist eine wichtige Tradition für uns. Es reicht noch bis vor der Katastrophe zurück. Keine Dunkelheit der Welt könnte uns davon abhalten, unsere Göttin soll zu feiern. Okay, hier können wir ja. Gut. Kiste können wir. Ich möchte ja gerne wegstecken. Gehen aber hier. Langustenhöhle. Eingang wurde durch ein Erdbeben verschüttet. Okay. Da kommen wir nicht ran. Ach, da haben wir noch ein Herzchen. Dann noch ein bisschen Gold.
Gut. Dann gehen wir mal hier hoch.